Hallo Leute und Hooray. willkommen zurück zu Die Sims 4. Die gute Marie hat sich hier gerade ein bisschen die Augen ausgeheult, ne? Ich glaube wegen des Films. Die ungeschickten Schwestern ansehen. Apropos Schwestern, die liebe Maike ist wieder da, nachdem sie in der letzten Folge irgendwo hier im Gebäude festbackte. Oh, und Henry war auch noch da? Wahrscheinlich backte der auch noch irgendwo rum. Aber gut, ich habe es mit dem Reset-Sim-Cheat versucht, hat nicht funktioniert. Aber mit diesem wundervollen Teleportations-Cheat hat es dann letztendlich doch noch geklappt. So, es ist Dienstag, 5 Uhr morgens. Eieiei, ihr habt alle so einen doofen Rhythmus. Warum? Warum? Und du hast voll wenig Spaß, ne? Olivia, weißt du was? Daran würde ich gerne ein bisschen arbeiten, aber vorher, nachdem ich in der letzten Folge wieder vergessen habe, dich umzuziehen, ziehst du dich jetzt erstmal um und ziehst von mir aus, das hier mag ich gerne, das ziehst du an. Und dann bin ich dafür, dass wir direkt mal zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen und ein bisschen Livestream, um Follower zu sammeln und gleichzeitig ein bisschen zocken, um natürlich den Spaß zu erhöhen. Max, was machst du? Lucy kommt jetzt gerade zu dir. Dir geht's ja soweit gut, ne? Zwei Stimmen sichern. Musst du heute arbeiten? Es ist Dienstag. Ja, musst du. Wahrscheinlich. Oh Gott, jetzt ist der PC kaputt. Ersetzen. Wollen wir das mal alles ersetzen, damit wir mal ein bisschen Geld verlieren? Also ich meine, wir haben so viel, ne? Über Fehlverhalten belehren, in Schlaf lesen. Hochheben? Nein. Freundlich. Was können wir denn noch machen? Kinderbuch lesen. Ja, bitte, lies ihr doch mal was vor. Ich meine, sie muss sich ja nicht die ganze Zeit damit dem Tablet beschäftigen. So, mit Journalisten vernetzen hast du nicht begonnen. Wollen wir das nochmal eben fix machen? Zählt das dann noch? Wäre ja ganz cool, ne? Soziales Netz. Mit Journalisten vernetzen. Pass mal auf, das mit dem Film muss jetzt nicht unbedingt sein. So, du musst auch heute arbeiten. Wie sieht es mit Maike aus? Maike muss auch arbeiten. Olivia muss nicht arbeiten. Alles klar. So, liest du ihr jetzt was vor? Sie kann aber schon ein bisschen besser laufen, ne? Es geht schon alles ein bisschen schneller. So, jetzt setzt dich aber wenigstens mit ihr irgendwo hin. Genau. Setzt euch hier aufs Bett. Ach, ist süß. Ich wollte generell mal nachschauen bei Lucys Fähigkeiten. Wo haben wir es denn? Hier, also Bewegung, Denken, Fantasie, Kommunikation haben wir schon vier, finde ich gut. Ehrlich gesagt, Töpfchen 2. Denken haben wir erst eins. Okay. Gut. 125 Follower dazu gewonnen. Bist du etwas schon fertig mit dem Buch? Das ging ja fix. Ich habe überlegt, ob wir heute, es ist 6 Uhr morgens, ob wir zum Dante gehen. Aber wann musst du arbeiten? Um 8 Uhr. Na gut, wir könnten einen Tag Urlaub nehmen. Wir könnten dich aber auch trotzdem zur Arbeit schicken und vielleicht ein bisschen was mit Lucy und Olivia machen. 10.000 Follower einen Witz erzählen. Gut. Vielleicht machen wir dann in dieser Folge doch ein bisschen. Hallo? Ein bisschen was mit Lucy. Wie wäre es denn nochmal mit dem Töpfchen? Aufs Töpfchen gehen. Um Töpfchenhilfe bitten. Max. Braucht sie denn da überhaupt noch Hilfe? Max, deine Tochter, genau. Deine Tochter möchte etwas von dir. Es wäre sehr schön, wenn du ihr da mit dem Töpfchen weiterhelfen würdest. Ich weiß auch gar nicht, wie das ist. Wenn sie da Level 10 erreicht oder so, ob sie dann ganz normal die Toilette benutzen kann. Das finde ich ja richtig gut. Also wenn das so voll realistisch ist. Ach, süß. Was ist mit dir? Bist du? Ach, du bist angespannt. Warum? Liebestoll. Oh, wir müssen unbedingt auch mal wieder was mit den beiden machen, ne? Ich habe ja gesagt, vielleicht eine Hochzeit. Pass auf, du gehst zur Arbeit. Ich habe ja schon gesagt, ne? Vielleicht eine Hochzeit fände ich ganz cool. Was ist mit dir? Du gehst ja auch zur Arbeit. Und mit Maike müssen wir dann mal gucken. Ach, die muss eh erst um 16 Uhr los. Ja, das trifft sich ja gut. Das ist gar nicht so schlecht. Dann kann sie jetzt erst noch ein bisschen ausschlafen, bis sie da zumindest so ein bisschen im grünen Bereich ist. So, Madame, was kannst du noch vor der Arbeit machen? Nicht mehr viel, ne? Echt nicht mehr viel. Wollen wir noch mal ganz fix plaudern mit SMS schicken? Einfach mal dem lieben Dante eine SMS schicken, weil wir ihn so sehr lieben. Oh nein, Diego. Diego macht sich auch auf den Weg zur Arbeit, oder was? Genau, schickt dem Dante mal schöne SMS. Und vielleicht könnt ihr euch ja heute Abend schon wiedersehen. Das würde mich sehr freuen.
So, was machst du jetzt? Mit Max plaudern. Ja gut, so viel Zeit hast du jetzt eh nicht mehr, ne? Klappt das da mit dem Töpfchen? Sie will jetzt schon wieder mit dem Tablet spielen. Was für eine Fähigkeit ist das, die sie dabei aufbaut? Fantasiefähigkeit, okay. Kommunikation hätte ich natürlich sehr gerne hoch. Bewegung hätte ich eigentlich auch gerne hoch. Moment mal. Mit der Bewegungsfähigkeit, okay. Treppen steigen. Können Sie verbessern, indem Sie herumgehen? Mit Stapelblöcken bauen? Was macht ihr zwei denn da? Was erzählst du deiner Schwester da für ein Geheimnis? Ich weiß es ja nicht, aber du guckst irgendwie fies, ne? Du guckst irgendwie fies, Max. Ich weiß gar nicht warum. So, ihr zwei Süßen. Wow. Wow, ey, schaut euch das mal an. Ich finde das gerade so cool. Ja, so der übelste Politiker. Und sie, ja, PR-Managerin, ne? Ist sie doch. Gut, dann hoffe ich, dass ihr heute einen schönen Arbeitstag habt. Maike pennt da noch ein bisschen und dann vertrödeln wir uns mit Olivia und natürlich Lucy ein bisschen die Zeit. Sozialhygiene. Oh, die heutige Post wurde zugestellt. Da fällt mir ein. Wir hatten auch Rechnung, ne? Pass mal auf, wir brechen das mal eben kurz ab. Und dann kannst du mal bitte. Ich finde es wieder nicht, Rechnung bezahlen. Kannst du das mal bitte machen? Und was ist jetzt bei der Post? Haben wir da irgendwas Besonderes? Post bekommen. Ich weiß nicht. Haben wir sonst noch irgendwas? Oh nein, Lucy ist traurig. Warum? Zurückgelassen. Och Gottchen. Och Gottchen, ich komme gleich. Also Olivia kommt gleich. Ich möchte jetzt erstmal wissen, was ist da mit der Post? Was machst du da? Hat alles aus dem Briefkasten geholt. Okay, war anscheinend doch nichts drin, ne? Wein. Oh Gottchen. Ja, geh da mal hin. Zuschauen. Alter, was? Du sollst nicht zuschauen? Du sollst Kinderbetreuung ins Bett bringen? Nein. Haben wir freundlich und trösten? Beruhigen. Ja, beruhigen. Olivia, bitte mach das mal. Die kleine Maus tut mir so leid. Guck mal, wie sie da runterkrabbelt. Oh. Ach, schön. Ihr könntet. Wow, es spinnt einfach wieder mega hier. Was ist das? Was soll das? Sag mal, was ist denn hier mit dem Gebäude? Ich habe das Gefühl, es dreht irgendwie total durch. So eben auf Pause drücken und hoffen, dass ich jetzt vernünftig scrollen kann. Was für ein Mist, ne, in letzter Zeit hier mit der Kamera. Spinnt ein bisschen rum. Oh, du bist so süß. Folgst deiner Mama sogar aufs Klo. Unfug reden. Hat sie da was gegen? Nee, hat sie nicht, aber wir können das Töpfchen gleich mal. Oh, das Töpfchen gleich mal säubern. Olivia, wirst du krank? Wirst du etwa krank? Arbeit früher verlassen, fleißig arbeiten. Und du, meine Liebe, kannst auch mal bitte fleißig arbeiten. Schaut sie jetzt das Klo an? Ach, sie spielt da wieder mit dem Klo. Och, Lucy. Steuerung, Planschen, was ist das? Ja, was ist denn bei, was ist das? Was macht sie denn da? Schaut sie sich das dann an? Schon wieder traurig. Schmutzig. Och Gottchen. Och Gottchen. Pass auf, da musst du in die Badewanne, ne? Schaumbad. Ja, duschen kannst du ja noch nicht. Okay. Dann musst du wohl ins Schaumbad. Mensch, ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich nicht hier noch eine Badewanne hinsetze. Weil, ganz ehrlich, das ist doch mega umständlich jetzt. Olivia, was machst du? Oh, aufregende Ankündigung. Marie freut sich auf das nächste Spiel, das ihre Firma veröffentlichen wird. Sie wurde beauftragt, die Ankündigung zu schreiben, aber sie ist sich noch nicht sicher, wie sie die Botschaft rüberbringen soll. Ich glaube, das hatten wir schon mal. Ich nehme mal ernsthaft. Nimmt solche Dinge einfach nicht ernst? Die Fans sind immer noch begeistert, was sie geschrieben hat. Okay. Okay. Keine Ahnung, auf jeden Fall. Ist es jetzt echt ganz gut, wenn die Lucy mal ein Bad nimmt? Hochheben, halten, baden. Alles klar. Oh, sie ist doch schon mega wütend, ne? Müde. Boah, Leute, ist das anstrengend. Ist das anstrengend mit den Kindern? Jetzt mal wirklich. Aber ich möchte sie so gerne noch behalten als Kleinkind. Ich möchte sie gerade echt nicht altern lassen. Weil ich halt super gerne die Fähigkeiten noch aufbauen würde. So, zack, nackig machen und ab in die Badewanne. Aber es ist wirklich, wirklich anstrengend. Ich habe das Gefühl, die ist die ganze Zeit entweder am Pennen oder am Rumquengeln, weil sie Hunger hat, weil sie die Windel voll hat. Ach, Lucy. Gut, jetzt nimmst du da erstmal dein Schaumbad. Maike, wie sieht's jetzt aus? 16 Uhr musst du los, ne?
Möchtest du schon aufstehen? Kannst du eigentlich machen? Dann kannst du dir was zu futtern holen? Stelle Mahlzeit? Nein. Ich hoffe, es ist noch ein bisschen was da. Nee, das wird nicht ausreichen, ne? Das wird nicht ausreichen. Kochen. Was kannst du denn mal machen? Aubergine süß-sauer. Nicht schon wieder. Arme Ritter. Ja, arme Ritter ist doch gut, ne? Für Vegetarier geeignet. Das ist doch supi. Mach das doch mal. Hatten wir schon lange nicht mehr. Vielleicht auch gar nicht. Ich weiß es nicht. So, alles gut? Immer noch wütend. Na toll. Immer noch wütend und jetzt müde. Ich würd auch so gerne mal auf den Spielplatz oder so gehen. Aber ich habe das Gefühl, sie ist einfach immer müde. Leute, wisst ihr, was wir machen? Denk dran, deine Miete zu zahlen. Was habe ich doch? Habe ich doch gemacht. Stopp mal eben. Wisst ihr, was wir machen? Ich würde gerne mal wissen, ob das funktioniert. Und zwar einen Schlaftrank für Lucy kaufen, damit wir das... Stopp. Damit wir das wenigstens heute mal vernünftig hinbekommen. Schlafersatz. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Kleinkinder den nehmen können. Das werden wir jetzt sehen. Ich stelle den einfach mal hier auf den Boden. So, Lucy. Geht das? Kannst du damit... Sieht gerade nicht so aus, ne? Vielleicht, weil es auf dem Boden steht, ist das irgendwie doof. Oder wenn ich dich in den Stuhl setze. Pass mal auf. Lucy, Essen bitte hier hintragen. Genau, hier hintragen, Olivia. Mach das mal. Trag sie mal in den, in ihren Hochstuhl. Würde ich gerne mal wissen, ob das dann mit dem Schlafersatz funktioniert. Weil wir müssen doch irgendwie wieder mit ihren vernünftigen Rhythmus hinbekommen. Ich möchte so gerne mal auf den Spielplatz. So, Moment. Können wir? Wer ist da? Wer ist da? Ich würde gerne eurer Gruppe kreative Köpfe. Klar. Warum nicht? Aber ich glaube, das geht nicht. Nee. Das geht nicht. Oh, sie ist auch schon eingepennt. Och, wie blöd. Jetzt schläft sie da im Stuhl, ne? Ich finde es gar nicht so gut, dass sie immer so müde ist. Was macht ihr zwei da? Bewunderung ausdrücken. Ach, das ist ja nett. Und kann das sein, dass der Vermieter... Oh nein. Der Vermieter... Und, Diego, was kostet denn da Schönes? Es riecht super im Flur. Gibst du mir was ab? Du wirst meine Gesellschaft zu schätzen wissen. Diego, spinnst du? Spinnst du? Ganz bestimmt nicht. So, das Essen... Nein, Moment. Das Essen kommt jetzt erstmal hier in den Kühlschrank. Ja, Lucy, ich weiß es nicht. Du kannst es echt nicht trinken, ne? Ja, mit denen würde es funktionieren. Mit den beiden würde es logischerweise funktionieren. Du bist jetzt auch schon müde. Willst du den Trank vielleicht mal nehmen? Ich meine, es ist 12 Uhr. Trinken. Weißt du was, Olivia? Nimm mal du bitte den Schlaftrank. Auch gute Satzbildung. Nimm mal du den Schlaftrank. Ich wette, du möchtest nicht gestört werden. Danke, Diego, dass du so aufmerksam bist. Da hast du vollkommen recht. Ich möchte nicht gestört werden. Zumindest nicht von dir jetzt gerade. So, Maike, 16 Uhr war das. Wer ruft jetzt schon wieder an? Nein, ganz bestimmt nicht. Ganz bestimmt nicht. Sag mal, bei wem denn jetzt schon wieder? Bei dir? Bei dir bei der Arbeit? Hm? Was war das denn jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Olivia, komm, Schlaftrank, hau ihn dir rein. Juhu, fit wie ein Turnschuh, meine Liebe. Das können wir sowieso knicken, Followernwitz erzählen, weil wir heute gar nicht arbeiten. Ich bin dafür, dass du jetzt noch ein bisschen streamst, und zwar My Sims Racing. Das können wir noch machen, bis du die 10.000 Follower zusammen hast. Lucy ist jetzt auch schon wieder wach, energiegeladen. Und du hast schon wieder Hunger, das darf nicht wahr sein. Das gibt es nicht. Ey, das darf nicht wahr sein. In Schlaf lesen, baden, nein, als Pflegekind adoptieren. Nein, ich möchte ihr Essen geben. Runde bilden. Das geht wieder so nicht, ne? Ich glaube, ich muss das so machen. Über LKW reden. Baden bitte. Oh Gott. Hilfe. Ich möchte Essen bitte. Essen bitte, Maike. Komm bitte hier hin. Drinnen eingesperrt. Können wir das nicht abbrechen? Maike, komm noch mal bitte hier hin. Deine Nichte möchte was zu essen. Kleinkind überprüfen, kennenlernen. Macht sie ihr was? Sprechen. Nein. Kinderbetreuung. Nein, Outfit. Nein, ich möchte ihr doch einfach nur was zu essen geben. Wo ist denn da das Problem? Oder muss sie... Sie muss da wahrscheinlich raus, ne? Hochheben. Pass mal auf, wir machen mal hochheben. Ach, Quatsch. Jetzt habe ich das Falsche abgebrochen. Boah, Leute. Ich habe echt das Gefühl, ich komme hier... Oh, ist das süß mit den beiden.
Ich habe echt das Gefühl, ich komme hier zu nichts mehr mit den Sims. Getränk geben, Bar, Essen geben, da steht es. Michael, gib ihr bitte was zu essen. Ich weiß, dass du selbst auch ins Bett musst, aber das muss jetzt sein. Ich meine, Lucy hat Hunger. Sprechen, du sollst nicht sprechen. Du sollst ihr was zu futtern geben. Sie hat Hunger. Los, gib ihr was. Um Essen bitten. Ich glaube, es ist. Jetzt wird sie nämlich wieder wütend. Ich glaube, das war gerade ein Problem, weil sie das von alleine gemacht hat. Lustig, Kinderbetreuung. Essen geben. Weil die Lucy das, glaube ich, von alleine gemacht hat, um Essen bitten. Und ich das gleichzeitig mit Maike gemacht habe. Maike, könntest du jetzt bitte aufstehen und dem Kind was geben? Dankeschön. Lucy hier absetzen. So, was sagt die Followerzahl? 10.000. Ja, supi. Dann kannst du dir nämlich direkt was zu essen schnappen. 1.200. Oh, dazu gewonnen. Jetzt 12.000. Boah, das ist cool. Unfassbar. So, Michael, schnapp dir mal bitte da das Essen. Ich weiß jetzt nicht, für wen du das holst. Och, Leute. Och, was macht ihr Oh denn Gott, Riz. Blödes? Och, was ist denn da los? Macht sie jetzt was zu essen? Essen geben. Warum macht sie da jetzt erst was in der Mikrowelle warm? Ich habe keine Ahnung. Aber es ist auf jeden Fall fertig. So, Olivia hat sich jetzt auch was geschnappt. Das ist schön und gut. Dann kann Olivia sich mal bitte hier hinsetzen. Und dann hoffe ich, dass die Maike. Ja, sie kommt. Was hat sie denn da warm gemacht? Was ist das? Chicken Nuggets? Hähnchen-Nuggets. Ja, setz erstmal die Lucy bitte ab. Das kannst du eben kurz machen. Damit die dann nämlich in Ruhe futtern kann. Und dann, meine Liebe, kannst du mal ein Bad nehmen. Lucy ins Schaumbad. Nein, baden. Einfach ganz in Ruhe baden. Und die beiden essen hier zusammen. Wow, es ist Ruhe eingekehrt. Wie schön ist das? Zuschauen, über Fehlverhalten belehren. Nein. Was haben wir noch? Rauslassen? Nein. Loben. Ja. Ah, süß. Froom. Ich glaube, das Outfit mag ich bei der Lucy am liebsten. Glaube, So putzig. Ach, toll. So, das gefällt mir. Jetzt sind beide erstmal zufrieden. Olivia muss dann später noch unter die Dusche. Oh, so viel zum Thema zufrieden. Müde. Oh, du machst mich fertig, Kind. Ich möchte irgendwann mal mit dir auf den Spielplatz. Ich habe das Gefühl, das ist hier überhaupt nicht mehr möglich. Maike muss in einer Stunde bei der Arbeit sein. Ja, geh bitte zur Arbeit. Ich habe echt das Gefühl, das ist hier gar nicht möglich. Sie mal irgendwohin mitnehmen. Mann, Mann, Mann. Aber gut, es ist auch im Moment, muss ich sagen, es ist auch im Moment echt alles viel. Ich möchte es mit dem Dante machen. Ich möchte, dass Olivia und Max irgendwann heiraten. Es ist halt, ja, keine Ahnung, es ist schon alles viel. Windel benutzen, nein, musst du jetzt gerade nicht. Pass mal auf, Olivia. Bei wem klingelt es jetzt schon wieder? Noah Wubbel, nein, wir müssen gleich zur Arbeit. Es geht nicht. Es geht leider nicht. Getränk geben? Nein. Kleinkind überprüfen? Nein. Kinderbetreuung? Nein. Lustig. Lustige Geschichte erzählen? Ja. So, du bist fertig, ne? Willst du noch eben zum Klo? Das kannst du noch kurz machen, bevor du dann gleich los musst. So, die beiden können jetzt einfach noch mal ein bisschen quatschen. Ich meine, wenn Lucy dann später so gegen, weiß ich nicht, 5 oder 6 im roten Bereich ist, dann können wir sie echt ins Bett bringen. Oh, ach, wie toll. Und vielleicht haben wir am Wochenende oder so mal Zeit für einen Spielplatz. Das finde ich echt gut. Du kommst um 16 Uhr wieder, ne? Schaut euch mal die Bedürfnisse an. Das ist so krass. Das ist echt so krass und das liegt alles nur an Lucy. Wirklich jetzt. Weil wir uns so viel um sie kümmern müssen. Was machst du? Ein Glas Wasser nehmen. Ach, Maike, lass es doch. Du musst sowieso gleich los. So, Max hat bei der Arbeit etwas mitgehen lassen. 520 Simoleons. Befördert zur Presseagentin. Marie. Das ist cool. Du kommst voll gut voran, ne? Also zumindest bei der Arbeit, was deine Bedürfnisse angeht, eher nicht so. Vielleicht nehmen wir auch heute mit dir einen Schlaftrank, dass wir echt nochmal den Dante besuchen können. So, jetzt würde ich aber gerne mal. Wer bist du? Herzlichen Glückwunsch zu der tollen Beförderung, Marie. Möchtest du heute Abend feiern? Nope, ganz bestimmt nicht.
Ey, was ist denn das hier? Herzlichen Glückwunsch, du hast es dir verdient. Danke, Mama, sehr nett von dir. So, ja, du gehst jetzt erstmal unter die Dusche. Das ist gerade wichtig. Wie spät ist es? Es ist 4:30. Alles klar. Ich glaube echt so um, ja, ich würde sagen um 6 oder so schicken wir sie ins Bett. Max, was machst du? Oh, er geht sofort zu seiner Tochter. Ist das süß? Na. Ist das süß? Das finde ich ja gerade echt toll. So, du kannst aber erstmal zum Klo gehen, damit wir hier zumindest ein bisschen. Na komm schon. Ein bisschen heute was hinbekommen mit euren Bedürfnissen. Klappt das mit der Dusche oder nervt das Klo? Nee, klappt alles. Supi. So, Maike, meine Liebe, du kannst bitte fleißig arbeiten. So, Lucy will ins Bett. Ach, jetzt bringst du sie schon. Pass mal auf. Nee, stopp mal bitte. Lass das mal bitte. Ich möchte erst, dass die Lucy die Windel benutzt. Genau. Windel benutzen. Mach erstmal schön in die Windel und dann. Kannst du den lieben Papa bitten, über Spielzeug reden? Nein. Hochheben? Nein. Hilfe? Essen bitte? Oh, ich werde es nie finden, ne? Ich kann mir das einfach nicht merken. Um Nachtisch bitten. Spielen. Warum ist das auch so komisch unsortiert? Anbrüllen. Essen aus Inventar. Nein. Kinderbetreuung. Ins Bett bringen. Ja, bitte. Was machst du jetzt? Du bist auch todmüde. Nein, du sollst nicht müde sein. Hol dir was zu essen. Komm, du kannst doch ein bisschen futtern. Und dann nehmen wir auch mit dir heute noch einen Schlaftrank. Ich möchte unbedingt zu Dante. Ich möchte ihn wiedersehen. Ich meine, die beiden sind ja auch gar nicht fest zusammen, ne? Die haben rumgeknutscht. Aber ich glaube, wir haben. Wow. Ich glaube, wir haben noch nicht gefragt, ob er mit ihr gehen möchte, über Tag reden. Du musst nicht über den Tag reden. Wenn du da fertig bist, kannst du hier gleich den Müll ausleeren, meine Liebe. So, Maxchen, hast du es geschafft, sie ins Bett gebracht? Hallo? Hast du es? Ja, du hast es geschafft. Und jetzt bist du total müde, ne? Pass auf, du gehst vorher noch unter die Dusche. Boah, die Armen, ey. Müssen heute alle voll lange wach bleiben. Und da stolziert der Diego wieder rum. So, bist du jetzt mal fertig mit deinem Schaumbad? Du musst auch, wie gesagt, nicht über den Tag reden. Du kannst hier mal bitte den Müll leeren. Du hast 24. Hä? Wir haben das doch bezahlt. Was ist denn los? Wir haben das doch bezahlt. Und Marie geht erstmal freiwillig raus, um mit ihm zu quatschen? Was soll das denn? Marie, was soll das? Das ist keine gute Idee. So ein komischer Typ. So, Max, alles klar. Klappt alles mit der Dusche? Wunderbar. So, du hast aufgefuttert? Nein, du bist eigentlich noch dabei, ne? Oh, Diego geht in seine superschöne, hell erleuchtete Wohnung. Jetzt stehen die hier im Flur. Eieiei. Olivia, was machst du? Über Tag reden. Ich überlege gerade, kann man nicht mit ihr was Sinnvolles machen? Das hast du noch nicht begonnen. Wenn wir das jetzt machen, aber wir arbeiten doch gar nicht. Wenn wir das jetzt trotzdem machen, kommen wir dann echt der Beförderung näher? Soziales Netz. Willst du mit Followern teilen? Dann mach das doch mal. Und du kommst 21 Uhr nach Hause, ne? Okay. So, Max hat sich jetzt auch hingelegt. Der schläft. Das ist in Ordnung. Aber mit Marie würde ich auf jeden Fall gerne einen Schlaftrank nehmen. Das machen wir aber in der nächsten Folge. Oh Gott, wie traurig sie da steht, ne? Ich hoffe, ihr seid dann auch wieder mit dabei. Oh, du Arme, das tut mir echt leid. Bis dahin, tschüss. Ja, tschüss, Marie, mach's gut.